Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich werde dich hier in diesem Video von einem Fehler erzählen, den die meisten Menschen machen. Und dieser Fehler sorgt dafür, dass sie erstens niemals ihre Ziele erreichen werden, zweitens nicht mal einen 5-, 6- oder 7-stelligen Betrag einfach so rumliegen haben werden und ihr gesamtes Leben lang Geldsorgen haben. Und ich sag dir was, ich habe selber diesen Fehler auch schon gemacht. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass du ein hauptberuflicher Trader werden willst. Und als hauptberuflicher Trader solltest du erstens das Wissen haben, um profitabel zu traden. Du solltest danach natürlich auch selbst profitabel traden, das ist ganz klar, logisch. Du solltest ein Trading-Konto haben, mit dem du ein ordentliches Risikomanagement betreiben kannst. Und nein, du brauchst am Anfang kein hohes Eigenkapital. Es gibt auch andere Wege, die wir unseren Klienten zeigen. Und der nächste Punkt, damit du ein hauptberuflicher Trader sein kannst, solltest du auch das Geld beiseite haben, um mindestens 1 bis 2 Jahre lang deine gesamten Fixkosten decken zu können, ohne dabei einen Cent verdienen zu müssen. Ich habe darüber schon mal in einem Video gesprochen. Du hast dadurch einfach viel, viel weniger Druck beim Trading, kannst dich wirklich voll drauf konzentrieren, bist nicht 100% von Trading abhängig und machst einfach keine Fehler, die aufgrund von Druck entstehen. So, das sind jetzt mal ein paar Voraussetzungen. Man kann es auch anders betrachten, du brauchst einfach Geld, um ein hauptberuflicher Trader zu sein. Du brauchst Wissen, du musst es umsetzen und du brauchst natürlich Geld. Was aber die meisten Menschen machen, ist es, wenn sie Geld verdienen, dann schauen sie sich direkt um, welche Klamotten können sie sich kaufen, wann können sie ins Kino gehen, legen vielleicht Geld für einen Urlaub zur Seite und geben dann ihr gesamtes Erspartes oder mehr für einen Urlaub aus oder fahren irgendwo hin. Und kurz gesagt, sie tätigen Investitionen, sage ich mal, die ihnen das Geld niemals mehr zurückbringen. Und genau das habe ich auch gemacht. Als ich Geld verdient habe, habe ich mir immer irgendwelche Klamotten gekauft, Schuhe, Urlaube gemacht, verschiedene Sachen, die mir das Geld einfach nicht zurückgebracht haben. Und dann habe ich mich nach einem halben Jahr gefragt, hey Tobias, du hast doch eine schöne Summe an Geld verdient, aber wo ist das Geld? Bist du deinen Zielen wirklich näher gekommen? Wo ist das Geld hin? Und genau das ist das Problem von den meisten Menschen. Man denkt einfach nicht drüber nach. Man kauft sich einfach irgendwas, man hat vielleicht Geld zur Seite gelegt. Man will ein hauptberuflicher Trader sein, man tradet vielleicht nur nicht profitabel. Aber anstatt in Wissen zu investieren, was machen viele Menschen? Sie fahren in Urlaub, sie kaufen sich neue Möbel, sie ziehen um. Sie machen eigentlich genau das, was sie nicht zu ihren Zielen bringt. Ich habe dann angefangen umzudenken. Ich habe dann angefangen, nur Geld in Sachen zu investieren, die mir auch wirklich das Geld zurückbringen. Und eine Sache ist natürlich auch Wissen. Wenn ich Geld in Wissen investiere, weiß ich ganz genau, ich investiere jetzt eine bestimmte Summe in Wissen. Aber wenn ich dieses Wissen anwende, dann verdiene ich doch das Geld, was ich investiert habe, 10-fach, 100-fach, 1000-fach, 10.000-fach zurück. Das ist das, was die meisten Leute nicht verstehen. Sie denken, sie investieren in Wissen und bekommen dann einfach irgendeinen Kurs und fertig. Aber Wissen bringt kein Geld. Das ist klar. Angewandtes Wissen bringt Geld. Genauso bringt es Geld mit den sinnvollen Investitionen. Wenn du Geld in Konsumsachen investierst, brauchst du dich nicht wundern, warum du nicht zu deinem Ziel kommst. Wenn du dein Ziel hast, hauptberuflicher Trader zu sein, da musst du den entsprechenden Weg auch gehen. Wenn du aber anfängst, dir irgendwelche Konsumsachen zu leisten, Urlaube zu machen, genau das Gegenteil, was passiert? Du gehst einen ganz anderen Weg und wunderst dich dann vielleicht, warum du gar nicht an dein Ziel kommst, warum du nicht hauptberuflich tradest, warum du immer noch Geldsorgen hast. Was du jetzt direkt auch machen kannst, geh mal in dein Online-Banking rein. Und schau dir mal die ganzen Ausgaben an, die du getätigt hast
und guck einfach mal, haben dir diese Ausgaben das Geld zurückgebracht oder haben die Ausgaben das Potenzial, dir das Geld zurückzubringen? Wenn das nicht der Fall ist, musst du unbedingt etwas ändern. Weil wenn du ständig Geld in Sachen investierst, die dir das Geld nicht zurückbringen, ich habe es schon 10.000 Mal gesagt, aber ich muss es wiederholen, erreichst du dein Ziel nicht. Was ich auch mache, ich habe bei mir im Leben zwei Regeln eingeführt. Diese Regeln kannst du auch umsetzen. Wenn ich irgendwo bin und vor der Entscheidung stehe, mir etwas zu kaufen, frage ich mich zwei Sachen. Punkt Nummer 1, bringt mir diese Ausgabe das Geld wieder zurück? Ja oder nein? Wenn es ein Nein ist, wenn mir die Ausgabe das Geld nicht mehr zurückbringt, dann frage ich mich, brauche ich diese Sache wirklich? Also wirklich, wirklich, wirklich. Nicht einfach mal so, brauche ich ein neues T-Shirt, ja, nein, sondern habe ich sonst kein einziges mehr? Weißt du, das sind die Fragen. Und wenn ich die Sache wirklich brauche, zum Beispiel irgendein neues Möbelstück oder was auch immer, dann nehme ich dafür nur 10% Maximum von meinem Privatvermögen. Und das mache ich bei allen Sachen so. Wenn ich mir ein neues Auto hole, 10% Maximum von dem Privatvermögen. Mehr nicht. Und so ist es mit allen anderen Sachen auch. Wenn man umzieht, wenn man sich, wenn man eine Wohnung mietet zum Beispiel, es ist auch eine Ausgabe, in eine andere Wohnung zu ziehen. Kann man sich es leisten? Das sollte man sich fragen. Und braucht man es wirklich? So, das sind jetzt mal ein paar Sachen, die du auch anwenden solltest, damit du an deine Ziele kommst. Du musst anfangen, umzudenken. Alle unsere Klienten, die haben auch angefangen, umzudenken. Und die Leute, die sehr erfolgreich sind, die ich jeden Tag auf Instagram in meiner Story poste, die jeden Tag richtig geile Trades machen, die Leute, die du in den Interviews siehst, die finanziell frei geworden sind, die Leute, die du auf meiner Webseite siehst, die erfolgreichen Trader, das sind Leute, die haben alle umgedacht. Sie haben verstanden, wenn ich Geld in Wissen investiere und das Wissen umsetze, dann verdiene ich auch Geld. Und zwar die Investition 10-fach, 100-fach oder 1000-fach. Das sind die richtigen Investitionen, die du unbedingt tätigen solltest. Und wenn du jetzt ein hauptberuflicher Trader sein möchtest, wenn du sagst, du willst jetzt anfangen umzudenken, du willst jetzt anfangen zielorientiert zu arbeiten, du willst ein hauptberuflicher Trader sein und du hast vielleicht gemerkt, so wie du es bisher gemacht hast, hat es einfach nicht funktioniert. Du brauchst das richtige Wissen, wodurch nachweislich so viele Leute erfolgreich sind. Dann trag dich ein auf www.tobiknebel.com und wir schauen dann, wie wir dir am besten dabei helfen können, damit du deine Ziele erreichst. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.